Da strahlt er. Das ist eben auch der Fernsehgarten, dieser Live-Moment, wenn der Künstler schon auf die Bühne kommt und die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen ihn. Und ich meine, es ist niemand Geringeres als David Garrett. Also ich fange trotzdem vorne an. Yehudi Menuhin, der große, große, große Geiger des 20. Jahrhunderts, der hat über ihn gesagt, er, David Garrett, sei der größte Geiger oder ist der größte Geiger seiner Generation. Er tritt mit den renommiertesten Orchestern auf, spielt in den exklusivesten Opernhäusern, ich sage nur die Scala in Mailand oder die Accademia di Santa Cecilia. Zu uns hier in den Fernsehgarten hat er was ganz Tolles mitgebracht, nämlich Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ja. Weltstar-Geiger David Garrett! Vielen, vielen Dank euch. Danke, danke, danke. Zu Hause, merkst du, ne? Ja, danke, danke. David Garrett mit Bella Ciao. Hat man als Musiker, als Geigenspieler, als Weltstar an der Geige automatisch zu Italien eine andere Beziehung? Also natürlich als Geiger in erster Linie, ja. Weil die ganz schönen
Cremoneser Instrumente natürlich aus Italien kommen, unter anderem Stradivari und Guarneri del Gesù. Und ich habe natürlich auch über die Jahre immer eine ganz enge Beziehung zu Italien gehabt, viele Tourneen dort, meine erste Tour mit 12 Jahren dort gespielt, also enge Beziehung. Stradivari, das ist so, guck mal, ich sag das jetzt mal als Laie, sowas wie der Ferrari. Ja, absolut. Ferrari, was gibt es noch für teure Luxus? Lamborghini, Bugatti und Mercedes, alles zusammen als ein Instrument. Genau, ungefähr. Wenn man viele Namen sagt, ist das in Ordnung, dann zeigt das Vielfalt. Warum konnte denn Herr Stradivari, den es ja nicht wirklich gab, oder? Doch, den gab es. Antonio Stradivari. Warum, was konnte der, was andere Geigenbauer nicht konnten? Ah, der hatte viel Talent für das Modell selber. Also das ist wie bei Ferrari. Die sind ja nicht nur toll zum Fahren oder andere Autos. Ja. Aber die leisten auch ordentlich was. Ja. Und es geht ja nicht nur um schön aussehen, sondern es geht auch um den inneren Charakter und das ist halt die Stimme bei der Geige und das funktioniert halt wunderbar zusammen. Gut, du darfst uns jetzt einmal, einfach weil es auch so jenseits aller Vorstellung ist, ich sag jetzt mal für eine richtig gute 100 Jahre, 150 Jahre alte Stradivari-Geige, zahlt man ungefähr was? Die sind ja alle im 18. Jahrhundert gebaut worden, das heißt, sind alle viel älter als 150. Die zahlst ab 10 Millionen Euro. Nein, dann. Ja. Aber klingt auch schön, oder? Oder klingt, ja. 10 Millionen Euro. Das muss man sich auch erstmal versichern lassen. Ist es du auch. Du bist, und es ist mir eine große Freude, tatsächlich fürs ZDF demnächst unterwegs. Genau. In Italien. In Italien. Wir haben ein wunderschönes Amphitheater in Caracalla, wo auch die drei Tenöre damals das berühmte Konzert aufgenommen haben. Ja. Da machen wir eine Produktion fürs ZDF und Arte. Ja. Es gibt eine kleine Dokumentation drumherum und das ganze Konzert von der neuen Tour Alive. Wo wir halt auch damit starten, die Welttournee. Mhm. Dann gehen wir natürlich auch nach Deutschland irgendwann mal im Herbst. Ich hoffe, euch alle da zu sehen. Ja. Und ja, da freue ich mich unglaublich drauf, wieder was mit dem ZDF zu machen. Kommst du nach Israel auch? Israel ist auch mit dabei, ja klar. Da komme ich dann. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Bist du eigentlich noch, du bist so lange jetzt schon auf der Bühne, obwohl du noch so wahnsinnig jung bist, hast halt sehr zeitig angefangen, hast ja gesagt, mit 12 schon. Schatz, was willst du trinken? Geht auf mich. Aber hast ja gesagt, mit 12 schon. Bist du vorher noch richtig aufgeregt? Ja. Ich freue mich. Ich glaub, du freust dich, okay. Je älter man wird, desto mehr genießt man auch die Momente. Am Anfang hat man natürlich immer den Druck, ey, du musst jetzt abliefern und die Leute müssen da Spaß dran haben. Aber irgendwann mal kommst du an das Alter, wo du sagst, ich habe Spaß dran und wie die Leute auch Spaß dran haben. Ja, das ist doch heute optimal gelaufen. Ich würde gerne die letzte Frage dazu benutzen. Ich meine, du erlebst ja die Liebe der Zuschauerinnen und Zuschauer zu dir und die. Ist toll. Das ist ja wirklich das größte Geschenk für all die, die in irgendeiner Weise in der Öffentlichkeit arbeiten. Aber ich weiß, dass jetzt da zu Hause eine kleine, sehr schöne, weißhaarige Frau vor dem Fernseher sitzt. Der Ton ganz, ganz laut, weil sie immer flucht, dass die Hörgeräte und innen drinnen klingt alles anders als draußen. Und überhaupt meine Mama, 91, die liest seit 2 Wochen dein Buch, Wenn ihr wüsstet. Ja. Und sagt in jedem zweiten Satz, ach, wenn das der Papa wüsste, also meiner, nicht deiner. Sag was zu dem Buch. Ich glaube, ich hatte natürlich durch die letzten 2,5 Jahre ein bisschen mehr Zeit, durch das wenige Reisen und habe mich dann zusammengesetzt mit Leo Linder und habe so ein bisschen mein Leben aufgearbeitet und hatte jetzt auch so die Muße und die Zeit und auch die Besonnenheit, das alles mal so zusammenzufassen. Und es hat mir viel Spaß gemacht, bin richtig in Erinnerungen geschwelgt und ich glaube, das merkt man auch, wenn man das Buch liest. Das ist unglaublich spannend und vielseitig und es ist ein Riesenabenteuer, das zu machen. Meine stimmt, ja. Sie auch, haben Sie auch gelesen? Gut. Haben Sie das Buch? Meine Mama auch, also schwerst begeistert. Absolut lesenswert, absolut hörenswert, absolut sehenswert. David Garrett! Dankeschön, vielen Dank. Und wir machen... bist du ein bisschen neidisch? Guck mal, oder? Ah, wir verehren den, also ich ja sowieso schon immer. Was? Er weiß das auch. Ach, wird das jetzt ein Haarbett, wenn die Hängerin Haare hat? Bring it on. Ich glaube, meine sind ein bisschen länger. Das stimmt, das stimmt. Aber es kommt nicht auf die Länge an. Aber keine Extensions bei dir drin. Nee. Das ist alles meins. Kontrollier später.
Hey, guck mal, das ist alles meins. Ja, ha, Schatz, ja. Das muss ich ja schon präsentieren. Ich würde gerne noch mal, genau, nimm noch mal die Moderationskarten runter und das ZDF-Mikro ein bisschen zur Seite und dann die Kamera noch mal groß auf deine schöne ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das im Fernsehgarten so schon mal gesehen habe. Da seht ihr, wie wir mit der Zeit gehen. Wie ich hier objektifiziert werde und auf meinen Ausschnitt reduziert werde. Gut, du machst Quiz. Das wäre ganz schlimm, das darf nicht passieren. Aber was? Aber geiles Outfit. Ist es absolut? Erinnert mich an den schön, dass es jetzt eine Sendung wird, wo man über mich spricht. Okay. Nein, es ist richtig ESC-mäßig. Habe ich gestern auch gesehen, war richtig toll. Und ehrlich, das ist für mich immer so ein bisschen verwunderlich, wenn ich so Leuten erzähle, wo ich arbeite, Fernsehgarten. Das ist doch diese Sendung für Omas und Opas. Und wenn? Absolut nicht. Nein, und selbst wenn, wer sagt denn, dass Omas und Opas langweilig und out sind? Null. Beine sind Applaus. Das Wort. Null. Und wenn das eine Sendung für Omas und Opas ist und Riccardo Simonetti kann so bei uns im Fernsehgarten auftreten, dann machen wir alles richtig. Ich bin da absolut d'accord. Schatzilein, verteil Pizza. Ja, hey, danke. 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 Tschüss.